Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rustler. So, ich bin's, euer Max Deus, und ja, wir müssen mal schauen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren. So, ich muss mal eben meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Aber ich meine, spielt ja hier ein schönes Lied. Und wir haben jetzt nur hier die Quests offen. Lass mal dahin. Also irgendwo müsste doch mal ein Pferd sein. Ein Hufeisen bestimmt. Haben wir unseren Pferd. Dann können wir auch wieder losreiten. Hier sein, glaube ich. Irgendwo. Ja, auf der anderen Seite der Mauer, natürlich. War ich nicht. So, wieder an dem Graffiti natürlich. Mittelalterliche Kampfkunst. So lautet die Quest. Wie läuft denn ein Training? Welches Training? Wir wissen, einem großartigen Turnier um ein halbes Königreich gegen talentierte und gut ausgebildete Ritter antreten. Du wirst ihn nicht mit deiner charmanten Persönlichkeit schlagen können. Ein bisschen Übung würde nicht schaden. Wie wäre es, wenn ich deine Visage zur Übung nehme? Es gibt so etwas wie einen Verein in der Stadt. Du könntest es dort versuchen. Fahre zur MMA-Arena. Fahre? Also reite. Da bin ich jetzt gespannt. MMA-Arena. Also da gibt's. Aber wir können, während wir auf dem Weg dahin sind, auch eben bei dem einen hier eben unser Geld abholen. Müsste irgendwo da vorne sein. War doch hier, glaube ich. Oder? War das das hier? Ah, ist jetzt nicht markiert. Okay, dann müssen wir nach der Quest das machen. So, hier steigen wir ab und gehen dahin. So, bestimmt bei dem hier. Ich brauche dringend einen Kämpfer. Du bist geil, richtig? Ich mag es nicht, wenn Leute mich erkennen. Beruhige dich, ich habe gerade gehört, dass du ein harter Motherfucker bist. Das ist alles. Willst du es beweisen? Betrete den Ring für mittelalterliche Kampfkunst und nimm an unserem kleinen Turnier teil. Ja, sicher, es ist immer schön, jemanden die Presse zu polieren. Hehe, viel Glück. So. Bauern und edle Herren, lass uns unserem neuen Kämpfer Guy applaudieren. Er wird seine Feuertaufe mit unserem Stammkrieger Tyler erhalten. Vergiss nicht, dass wir nur mit den Fäusten kämpfen. Ich möchte nicht ohne Namen sterben. Oh, das wirst du nicht. 3, 2, 1, Action. So. Komm her, komm. Komm! Und wir haben einen Gewinner! Warte mal, was? Aber wie hast du. Du solltest. Das war unser absoluter Killer. Ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur etwas Geld verloren. Eine große Sache. Komm zu mir, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Beginne zu kämpfen, sobald du bereit bist. Natürlich, hier. Kämpfen wir noch einmal. Im nächsten Kampf begrüßen wir Guy bei uns. Genauso kühn wie Karl. Und das zerschmetternde Wunder der MMA. Roy BBC. BBC? Böser, blutrünstiger Chaot. Arschloch. Denkt daran, Jungs.
Keine Armbrüste, ansonsten ist alles erlaubt. Kämpft. Oh. Ja, komm. Da ist ja alles ist erlaubt. Komm. Geil, 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 geil. Verdammt. War ja alles erlaubt. Wie zum Teufel hast du das gemacht? Du bist neu hier, verdammt nochmal. Wie auch immer, dein nächster Kampf wird mit dem aktuellen Champion sein. Ich wette meine ganzen Ersparnisse darauf, dass er dich vernichten wird. Hm? So, dann. Hauen wir den mal für Fresse. Es ist Zeit für das große Finale. Der überraschend starke Glatzkopf trifft auf unseren ungeschlagenen Champion. Das ist das Geräusch, das jeder macht, wenn er mit Ars Bär konfrontiert wird. Hm? Mist, ich meine, wir haben einen Gewinner. Bitte um eine Runde verfickten und ungerechten Applaus für diesen irritierenden Guy. Nice. Bist du nun zufrieden? Ich habe all mein Geld wegen dir verloren. Hier, nimm deinen Preis und geh mir aus den Augen. Ehrlich gesagt, ich könnte es kostenlos machen, aber Geld ist eine schöne Ergänzung. Nice. So, ah, hier können wir jetzt auch immer wieder mal kämpfen. Nice. So. Dann haben wir da oben noch die nächste Quest. Und hier können wir jetzt hoffentlich unser Geld abholen. Ja, schon gleich hier drüben. So, ja, da steht's schon. Nice. 7437. Im Grunde haben wir jetzt das Gold zusammen, so um hier unser Adelstitel zu erklauen. Fälschen oder wie auch immer. Damit wir rüber können. So. Müsste es da sein, da. Jo. Papiere bitte. Ah, ich habe es gewusst, dass du kommen würdest. Ich habe das Geld. Natürlich hast du das. Du willst die Adelsurkunde, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dafür muss ich mit Papier arbeiten. Leider habe ich von dieser wertvollen Ressource gerade nichts auf Vorrat. Aber ich habe gehört, dass ein Konvoi mit einem Papiervorrat der Firma Thunder Mifflin gerade in Richtung Rathaus fährt. Du könntest ihn abfangen und zu mir bringen. Ja, alles klar. Ich will die Versorgungswagen, bevor er das Rathaus fährt. Aus dem Weg. Oh, wir haben... 5 verfügbare Punkte. So, was haben wir hier? Groupie. Ja, Baden braucht man nicht unbedingt. Hier, nächste Stufe, 10% Rabatt in Läden. Hier haben wir Geld pro Sekunde 1% der maximalen TP wieder her. Maximal 30% der maximalen TP. Nächste Stufe stellt pro Sekunde 1% der TP, aber dafür maximal 40%. Dann hier, ja, 10% weniger Ausdauer. Ich bin schon stark für Regeneration. Komm, das nehmen wir wieder. Hier bräuchten wir auch. Hätten wir einen Punkt mehr gehabt, dann hätten wir den holen können. Ja. Dann müssen wir jetzt hier... Wegen sind wir nicht mit runtergefallen. Warte mal, wo ist denn der Konvoi da draußen? So. Und hier sind wieder die Waffen. Ah. Wir müssen so rum. Hm?
Was zur Hölle? Nein. Komm, renn. Kontrollpunkt neu laden. Jo, das kennen wir alles schon. So, dann macht's mehr Sinn, wenn wir den Weg hier direkt nur geradeaus runter hier reiten. Weil wenn wir hier rumreiten, dann kommen wir denen genau entgegen. Nicht gegen die Wand. Das wäre grob. Boah. Ich hab mir keinen Schrecken ein. So. Da haben wir den. Warte mal, dann. Komm, renn. Renn. Ein bisschen schneller. So, und. Nein! So, Pimperhorst. Hier nochmal darum. Ja, dann müssen wir da runter. Ein Schlag erledigt. Das kann doch nicht sein. Ja. Geiles Lied. Oh, das war knapp. So, dann müsste der auch leider vorne sein. Jo, da kommt er. So, und jetzt. Ja, jetzt haben wir den. Schnell weg. Ja, umgeritten. Nice. Jetzt wird die Musik spannend. Nö. Nein. Hau mir nicht aufs Maul. Nein. So, jetzt Vollgas aus dem Weg. Nein. Oh nein. Oh, mein Reifen. Mein Rad. Das wird knapp. Ja. Das war knapp. Jetzt haben wir es geschafft. So. Und wo bleibt das Geld? Hm? So. Und das Wagen ist wieder. Kumpel, wo bleibt das Geld? Was? Hä? Was ist mit dem? So, wir fahren hier jetzt aber geradeaus durch. Um möglichst den Wachen aus dem Weg zu gehen. Auf dem Weg.
müssen wir hier jetzt noch nach links. So, dann finde ich jetzt eben noch Look von meinen Energy. Big Horse Delivery. Okay. Das scheint doch schon ein bisschen interessanter zu sein. Du hast das Papier, wunderbar. In der Tat eine edle Dichte. Ich werde sofort anfangen. In der Zwischenzeit gib mir ein Farbbild von dir mit komplett sichtbarem Gesicht und mit beiden Ohren. Was? Mein weiser Freund, spreche ich in einer anderen Sprache? Ich brauche ein Farbbild deines Gesichts mit leichtem Lächeln und beiden Ohren aufgenommen. Vor einem einfachen weißen Hintergrund. Bild? Welches Bild? Was zum Teufel ist dein Bild? Oh, du bist nicht ein Witzbold? Ich empfehle meinen Lieblings-Schwarzmarktmaler für diese Operation. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Okay, dann Farben-Schwarzmarktmaler. Den brauchen wir jetzt nicht. Dann suchen wir den mal. So. Der müsste zum Süden sein. Voll. Aber immer noch in der Stadt. So, da haben wir wahrscheinlich wieder einen Blitz. Ja. So, aus dem Weg. Oh, hier können wir von den Wachen die Klamotten holen. Nice. Da können wir uns wie eine Wache verkleiden. Und da haben wir den Maler. Der Fälscher schickt mich. Ich brauche ein Bild. Deswegen Hexenjagdpass, Folter-Ingenieur-Diplom, Geburtstagsvergravierungen. Bildsurkunde. Ich verstehe. Also das ganze Gesicht mit leichtem Lächeln in beiden Ohren. Obnommen vor einem einfachen weißen Hintergrund. Ja, so ähnlich. Stell dich mal dorthin. Dann ein wenig lächeln, ein wenig nach links und vor allem keinen Zentimeter bewegen. Hm, okay. Beweg dich keinen Zentimeter. Hm. Du bist nicht das schönste Gesicht im Königreich, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wie das aussieht, bringt das Bild zum Fälscher. Wie geil das aber aussieht. Das soll angeblich ich sein, nice. So, ab zum Fälscher. Dann hier noch nach oben. Hier wieder. So. Da wären wir. Das ist dein Gesicht? Muss ich zugeben, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber wir werden noch einen Adligen aus dir machen. Ist das Zertifikat fertig? Passt. Ich brauche nur das letzte Video. Wo habe ich das nur gelassen? Mist, mein schwachsinniger Bruder muss es genommen haben. Zum Teufel, wo ist er? Ich werde das Pferd für Menschen, die sich kein echtes leisten können. Hör ihn zu verfehlen. Normalerweise trottet in einer Pferdemaske nordöstlich der Krieg hier herum. Finde einen Mann in einer Pferdemaske nordöstlich der Kirche. Was? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich zu sagen soll. So. Ich muss die Kirche jetzt erstmal finden. Da ist die Kirche. Nordöstlich, also muss da irgendwo hier sein. Hm, ah, hier. Ah, hier können wir uns ein neues Schild leisten. Ah, da haben wir. Du musst der Bruder des Fälschers sein. Einige. Für dich kann ich ein wohlernährtes, solides Pferd sein. Ich will dein Pferd, Dings da, nicht. Ich brauche nur das Siegel deines Bruders. Siegel? Ach klar, es war sowieso schlecht für meinen Hintern. Was? Oh.
Naja, auf jeden Fall no King Shaming hier. Also jetzt holen wir uns wieder ein neues Schild. Oh, ein vernünftiges, stabiles sogar. Neues Schild, nice. Aber ne, hier gibt es kein King Shaming hier. Wenn er darauf steht, sei ihm gegönnt. Nur ich weiß nicht, ob ich das Siegel eigentlich dann noch haben wollen würde. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass du meinen Bruder nicht töten sollst. Ich hoffe, du hast ihn nicht getötet. Das würde seinen Schmerz sicher lindern, aber nein, er lebt. Gott sei Dank. Jetzt muss ich dem Ganzen nur noch einen winzigen letzten Schliff geben. Das dauert also nicht lange? Nein, nur ein paar Stunden. Oh, komm schon. Herr, darf ich dich daran erinnern, dass ich Künstler bin? Jetzt tritt beiseite und hör auf, die Sonne zu verdecken. Quest abgeschlossen. Und wir haben wieder ein Upgrade. Nice. Wir haben jetzt 6 verfügbar. Dann können wir den hier jetzt endlich machen. So. Dann können wir jetzt... Haben wir deutlich mehr Leben. Hoffentlich. Und machen die nächste Quest. Schöne neue Welt. Ich bin wegen des Zertifikats hier. Bist du fertig? Je nun. Beinahe. Es ist immer noch nicht ganz fertig. Komm etwas später wieder zurück. Hör zu, du selbst. Guy! Guy, was? Das sind die Wachen, Guy. Der Fälscher ist aufgeflogen. Ich komme, um ihn sofort zu kassieren. Ui, entschuldigt bitte, meine Herren. Aber ich muss meine Ausrüstung packen und nur über meine verdammte Leiche. Du wirst das Zertifikat fertig machen, oder ich schwöre, ein Leben im Gefängnis wird ein Paradies im Vergleich zu den Dingen sein, die ich dir ansonsten antun werde. Aber ich gehe mit dem Fälscher hinein, lass ihn nicht los, bis er den Job beendet hat, und renne dann sofort weg. Ich werde mich um die Wachen kümmern. Scheiße, warte, erinnerst du dich an die eine Stelle, an der wir früher Feuerball gespielt haben? Lass uns dort treffen, wenn die Sache zu bunt wird. Und bitte, bitte, übertreib dich. Wir wollen nicht, dass die gesamte Stadtwache sich auf dich stößt. Oder so etwas in der Art. Ja, mal schauen. Mal schauen, was jetzt daraus wird. Eine Minute mussten wir die Scheiße hier überleben. Oh. Oh. Oh, oh. Nein, nein. Nein, komm. Nein! Ich wollte auf die... Nein! Hab nicht rechtzeitig hier... Ja, das kennen wir schon alles. So. Komm her. Kann ich hier irgendwas kaputt machen, um Leben zu kriegen? Nee. Komm. So, das wird jetzt knapp. 3, 2, 1 und... So, fertig, ich habe die Adelsurkunde. Vielen Dank, bring dich jetzt in Sicherheit. Nein. Schnell weg. Bring deine Verfolger ab. Ja, bin auf dem Weg. Warte mal, hier gab es doch irgendwo überall hier diese Zettel zum Abreißen. Ja, ich sehe da einen auf der Map. Oh nein.
Nein, nein, komm. Da haben wir einen. Ja. Yeah. So. Haben wir da unten irgendwo auch noch einen. Glaube ich. Irgendwo weiter im Süden hatten wir einen. Nein, gesehen zu haben. Jo, da sehe ich ihn auf der Minimap. Da ist er. Mein Haar, ich hoffe, Buddy geht es gut. Ja, okay, dann suchen wir jetzt mal Buddy. Hier und hol Buddy. Und 815 Pferd haben wir wieder. Aber wir haben wieder kein Schild mehr. Dum dum. Dum 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 dum. Das war ja was. Das kannst du laut sagen. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich zur Brücke gehen. Je früher wir auf der anderen Insel sind und uns auf das Turnier vorbereiten, desto besser. Jo, steig auf. Aber ich kann nicht glauben, dass wir das tatsächlich tun. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffen würdest. Was? Du warst derjenige, der Scheiße gelabert hat, dass ich der härteste Motherfucker sei. Das nennt man Coaching. Tief im Inneren dachte ich, du bist nur du und verschwendest eine weitere große Chance. Wenn wir schon von Chancen sprechen, erinnerst du dich, als wir 10 Jahre alt waren und ich dich vor diesem arschgroßen Bären gerettet habe? Klar. Nun, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Boah, das ist das Böse. So. Dann. Stopp, Bauern dürfen die Brücke nicht überqueren. Wie nennst du hier einen Bauern, du Schwein? Ich bin ein Adler. Hier ist mein Zertifikat. Und ich bin sein bescheidener Knappe. Hehe. Du verstehst, tut mir schrecklich leid für meinen Fehler. Sir Guy, Sohn von Guy Lord und Guyette. Oh nein. Hast du ein Problem mit den königlichen Namen meiner Eltern? Natürlich nicht, ihr könnt die Brücke überqueren, Sir. Darüber hinaus haben wir eine Überraschung für euch. Da, ihr die tausendste Person seid, die die Brücke überquert, du gewinnst ein... Wow, ein kostenlos... Was? Wieso springen die da so? Weißt du wie, du könntest einfach dein eigenes verdammtes Pferd reiten. Du weißt, ich kann nicht. Ich hasse es zu reiten. Außerdem bin ich dir gerade zu betrunken. Auf zu labern und mach dich auf den Weg zu unserem brandneuen, für abgekriegten Mal nicht gestohlenen Pferdchen. Nice, wir haben ein neues Pferd. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Sei still, wir sind noch nicht über den Berg. Ach, komm schon. Was kann jetzt noch? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hä? Was ist da jetzt los? Hä? Guy und Buddy, ihr seid verhaftet wegen Mordes, Diebstahls, Einbruchs, Korruption, Zuhälterei. Okay, geht das jetzt weiter? Vergiftung, Entweihung, Verrat, falscher Werbung, Provokation, Drogenhandel, Beamtenbeleidigung. Okay, die Liste geht noch weiter. Ey, Hackfresse, ich habe noch nie einen Offizier beleidigt. Erpressung, illegale Folter, Unterschlagung. Ich glaube, Sie haben die Nachricht verstanden, Officer. Sie bestätigen, dass Sie es sind? Ja, diese Schläger haben meinen Mann getötet und mich mehrmals ausgeraubt. Was? Du Lügner, du dummes Stück. Ja, es bringt nichts. Ich sehe, Sie haben hier alles unter Kontrolle, Officer. Ich werde nun nach Hause gehen. Das wird dich lehren, nicht hinter meinen Rücken Plänen zu spielen. Und, du untreu verfickte Ratte. Verrotte im Knast. Oha. Die haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Oh. Trotz all der Missetaten, die sie begangen haben, werden sie zu lebenslanger Arbeit in einem Steinbruch verurteilt. Ich glaube, wir sind am Arsch, oder? Ja, Kumpel, wir sind am Arsch.
from a baboon's bar.